Servus ihr Lieben, wir sind zurück auf der Weltoberkarte von Let's Play Stranger of Paradise. Ihr werdet gleich sehen, dass ich nach dem letzten Mal, habe ich offscreen nochmal die letzte Mission gespielt als Ronin. Ich habe versagt ohne Ende als Ronin. Warum? Achso, ich bin auf Start. Und ihr seht, ich habe das Tutorial Katana schon gemacht. Das hängt aber damit zusammen, dass ich das jetzt einmal aufgenommen habe und 9 Minuten lang einfach nur versagte. Ich habe, wie gesagt, den Piratenboss nochmal als Ronin versucht und ich war nicht gut. Ich war richtig scheiße. Ich bin ungefähr 10 Tode gegen ihn gestorben, wenn ich damit auskomme. Ich habe es jetzt nicht gezählt. Ich habe ihn als Starkämpfer besiegt, aber was soll's. Und jetzt mache ich das hier nochmal, weil hier habe ich noch schwerer versagt als gegen den Boss. Und das kann ich niemandem zumuten, weil dann kommen nur noch die Hater hervor und denken, mein Gott, das kann man sich nicht mit angucken. Und ihr habt recht. Entfessele tödliche Angriffe in der Senshin-Haltung. Halte mit einem Katana RB gedrückt, um die Senshin-Haltung einzunehmen und so deine Angriffsstärke drastisch zu erhöhen. In der Senshin-Haltung kannst du RT mit RT verketten, um auf Kosten deiner MP und einer gewaltigen Menge MP, und daran hat es eben ein bisschen gemangelt, das zu erkennen, auf einen Schlag gewaltigen Schaden zu verursachen. Als Ronin kannst du die mächtige Fähigkeit Iaigiri RT einsetzen. Diese Technik fügt schweren Willensschaden zu und kann durch Aufladen verstärkt werden. Danke, Tutorial, dass du mir das nämlich genau nicht beibringst, sondern ich jetzt hier Kombos mache. Der Anfang ist in Ordnung. So, das müsste dreimal das gewesen sein. So, jetzt kommt das Bessere und jetzt Dem, dem. Und nach hinten. Wir sind zufrieden. Oh, oh ja, jetzt kommt. Naja, das ist immer noch das Okay. So, Senshin-Haltung gedrückt halten, nicht bewegen. Warten, bis das Arschloch kommt. Und dann dreimal drücken. Ich bin immer noch in der Haltung. Sobald ich mich aber bewege, ist die Haltung weg, wenn ich das verstanden habe. Und oh, hier habe ich ewig für gebraucht. Das ist nämlich präziser als. Frame. Das ist gefühlt Frame Perfect. Cool, dass das funktioniert. Und weil ich hier eine ganze Weile gebraucht habe, um das genau hinzukriegen, habe ich mir gedacht, dass Ronin, glaube ich, einfach viel zu präzise Scheiße für mich ist. Jetzt kommt nämlich das Nächste. Hula. Diese Haltung. Jetzt kommt er. Er fliegt weg. Und wie der zweite Schlag funktionieren soll mit Treffen, das muss man mir erstmal erklären. Und toll. und das ist mir noch viel zu präzise. Also ich weiß nicht, wie der zweite Schlag treffen soll, aber vielleicht ist das für Gegner ausgelegt, die nicht direkt wegfliegen, wenn man sie haut. Und jetzt kommt der letzte Schlag einfach nicht mehr. Das ist so eine Kombo, wenn das essentiell dafür ist, diese Klasse effektiv zu nutzen. Also ich versuche das jetzt gerade noch mal ein paar Mal, um euch zu zeigen. Okay, also auch der letzte Treffer, den hinzukriegen, das hat eben irgendwie, war das ein Anfänger-Glückstreffer. Und jetzt kommt das Nächste. Du fliegst jetzt, dann trifft das hier nicht. Aber es ist trotzdem geglückt. Deswegen so hundertprozentig verstehe ich es nicht. Aber was soll's, jetzt müssen wir nur noch den scheiß Goblin-Wächter. Was mir an der Haltung auch, weil die essentiell zu sein scheint, ein bisschen. Okay, jetzt fehlen mir schon die Magiepunkte, um weiterzumachen. Au. Aber das ist dauernd in die Haltung wechseln. Das ist etwas, was, nope. Gerade bei schwachen Gegnern, die staggern. Au. Funktioniert das ganz gut. Aber hier nicht so. Nicht so ganz. Ja, ich bin echt gut in diesem Spiel. Oh, aber da hätte ich immer sehen sollen. Das ist, dauert einfach zu lange. Ich muss warten, bis der Gegner kommt. Und wenn er da ist, dann macht in der Regel was. Und dann muss ich irgendwas machen und verlasse die Haltung. Deswegen, das ist irgendwie dämlich. Aber vielleicht habe ich, ja, wenn man wenigstens einen normalen Ausweichschritt nach hinten oder sowas machen könnte. Oder so ein Block. Dann wäre das, glaube ich, gangbarer. Aber vielleicht soll ich das einfach mal in einer normalen Mission machen. Und dann kriegen wir das irgendwie vielleicht leichter. Oh, Moment. Aha. So. Das zum Ronin.
Also, schreckt mich gerade ordentlich ab, das Tutorial. Als ich es gespielt habe in der normalen Mission und vor diesen ganzen Kombos absolut keine Ahnung hatte, war alles gut. Aber jetzt, wo ich Skills beweisen muss, um Dinge hinzukriegen, hoho, geh weg damit, geh weg damit. Was ich noch nicht gemacht habe, wie ihr seht, ist das Tutorial Äxte. Also habe ich jetzt auch nochmal eine höhere Chance, hier völlig zu versagen. Oh, ist aber eine große Axt. Das ist die Piratenklasse oder sowas. Schauen wir mal, Äxte und Marodeure. Lade deine Angriffe auf, um Gegner mit einem Treffer niederzustrecken. Äxte mögen behäbige Waffen sein, doch mit ihrer wuchtigen Stärke machen sie das mehr als wett. Alle Axtangriffe mit RB und RT können außerdem aufgeladen werden, um ihren Schaden zu erhöhen. Als Marodeur kannst du die Fähigkeit Umtrunk wäre mir lieber, einsetzen. Ein mächtiger Hieb, der getroffene Gegner schwächt. Du kannst sie wie andere Axtfertigkeiten auch aufladen und so ihre Stärke erhöhen. Also Marodeur, Umsturz. Ist aber das normale RT? Ja, da stand Umsturz und der Gegner ist umgestürzt. Passt alles. Boah. 1 und 2 und 3, das ist einfach. 1 und... Nochmal. Achso, nach oben. Ich drücke gerade aus irgendwelchen Gründen zur Seite. Achso, wegen des Größerzeichens. Ja. 1 und 2... Super, bis jetzt einfacher. Aufladen, voll aufgeladen. Du arme Sau. Was? Es ist nicht eins der 10 Gebote. Du sollst nicht mehr Text produzieren, als in eine Einheit da reinpasst. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Aufladen, halte er. War das noch nicht voll aufgeladen? Ah, ich soll das... Wie oft... Soll ich das machen? Dreimal? Ja, das ist gut. Natürlich kann der Gegner da nicht gestaggert werden bei solch einem aufgeladenen Angriff. Reicht das jetzt? Okay. So, RB und... Nein, das ist wieder das größere Dingszeichen, aber... Okay, ich weiß nicht, wie man in so einem Spiel so eine... So eine Klasse gescheit spielen soll. Weil, wenn du das mit dem Aufladen ernst nimmst, dann stehst du ja eigentlich nur rum und gerade Bosse haben irgendwas dagegen, dass du so lange dir Zeit nimmst. So, RB. So, Wumms. Ja, komm her, komm her. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt gerade von beiden Klassen für meine Verhältnisse, von dem, was ich so schaffen kann, nicht hundertprozentig überzeugt. Wobei das, wenn man sich das so ein bisschen verinnerlicht, glaube ich. Au! Wups! Yeah! Also gegen Gegnermassen ist das, glaube ich, gut. Gegen Bosse schwierig. Es sei denn, man findet irgendwie ein... Oh, fuck! Also, Mach ist schon mächtig. Muss mich, glaube ich, direkt schon ein bisschen revidieren. Und das möchte ich ja bitte, wenn ich irgendwie was sage von wegen, ich glaube, das ist aber nicht so besonders toll. Ich habe ja noch so viel Ahnung von diesem Spiel. Also gegen Bosse oder gegen stärkere Gegner, die sehe ich auch von sowas... kaum oder nicht staggern lassen, dann mehrfache aufgeladene Angriffe aneinander ketten, müsste man ausprobieren. Kann sein, dass es funktioniert. Aber Ronin ist irgendwie sehr präzise mit allen seinen Sachen. Oder mit vielen Dingen. Aber was soll's, wir probieren's mal. Azurblaue Echos, Edelmut. Dann, guck mal, hier liegen die Erinnerungen einer verlorenen Seele, einer Gladiatorin, die in einem Seeräuberversteck ihr Leben ließ. Es war einmal eine Gladiatorin, der die Leute ob ihres Gerechtigkeitssinns und Pflichtbewusstseins ihr Vertrauen schenken. Mit der Aufgabe betraut, die Piraten zu besiegen, die den Hafen für ihre niederträchtigen Ziele überrannt hatten, wagte sich die mächtige Helden vollmutig gemeinsam vor mit ihren Verbündeten. Sie wurde nach hinterlistigen Feinden überwältigt und einer schwachvollen Gefangennahme voller Qualen in den Tod gedönst. Und nun hofft sie, dass irgendjemand sie von ihr... Kann man das nicht verlangsamen? Ja, tut mir leid, ich höre sofort auf zu meckern. Heute gibt es kein Gemecker mehr. Nie wieder. Grotte von Pravoka. Aber das hatten wir, glaube ich, schon. Oh, ich hoffe, es kommt wieder ein Tomberry, weil über den rege ich mich nicht auf. Das ist geil. Ah, ich kenne die Taste zum Wechseln von Zeugs noch. Okay.
die komische Dingsbumshaltung. Ich freue mich, o Christenheit. Okay, da erwartet jemand. Da wartet keiner. Wo sollen wir lang? Da ist eine Schatztruhe, die wartet Mann. Auf mich. Let's knock 'em down. Oh, ich bin gerade wahnsinnig überzeugt vom... Vielleicht ist der Samurai ja besser. Ich sterbe durch den ersten Gegner, weil... Weil diese Haltung... Also ich sehe mich noch nicht, diese Klasse stark zu benutzen im Sinne ihres Erfinders. Oh, da geht's auch weiter. Wander, Moment. Warum bin ich gerade verwirrt? Ich weiß nicht, wo ich lang... Moment. Also ich bin eben einfach hier rüber gelaufen. Weil das ging. Ja, dann Moment, hier müssen doch immer meine Leichenteile liegen. Wobei ich hatte, glaube ich, nichts, was Leichenteile enthielt. Jetzt habe ich auf die Klassenfähigkeit geschissen und es läuft deutlich besser. Was soll mir das sagen? Dass ich keine Ahnung habe. Aber was soll's. Also, ich mache gerne... Ich meine, ich kann natürlich erst auch mal Punkte... Aber ich mache erst mal ein paar Kämpfe, dann stecke ich mal Punkte... Ach so, das Fischernetz vom Bodensee sagt, bitte nicht hier lang, Juche. Dann war das hier einfach nur für den ersten Schritt. I can't do this for much longer. It's your call, Jack. Hätten sie nicht hier irgendwie Gerümpel oder sowas hinstellen können? Das sieht so sehr artifiziell aus, wie sie versuchten, einem den Weg hier zu verwehren. Achso, ich habe keine Punkte mehr. Ich glaube, ich sollte wieder als Magier hier langkommen, oder? Ja! Wasser ist zum Waschen da. Ich muss das hier wegmachen, das. Bist du tot? Ich sehe nichts, nein. Ich sehe wirklich gerade nichts. So. Also ich habe gerade nicht feststellen können, ob der Gegner jetzt tot war oder nicht tot war. Das muss auch was heißen. Also ich sollte das Spiel nicht irgendwie wie zwei Wochen irgendwie nicht mehr benutzen. Ich habe das Gefühl, ich fange gerade völlig von vorne an. Das ist nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. So, wieder die richtige Klasse nehmen und draufholzen. Okay, wie machen wir das? Probieren wir nochmal. Also es ist schön, dass du so extreme Kombos hier aneinanderketten kannst. Aber es ist doch wirklich auch sehr gefährlich, das zu tun. Deine Gicht. Geh mal zum Arzt damit. Ja, ich kann auch zu... Also, ich bin immer noch dabei, diese Klasse zu lernen. Aber ich glaube, ich verstehe jetzt so langsam, worauf sie hinaus wollen. Das ist doch auch was. Und zwar, dass man mit dem entsprechenden Konter bei gegnerischen Angriffen sie eben kontern kann. Aber das ist so spezifisch vom Timing her, dass das, ja, sehr spezifisch ist und sehr, sehr gefährlich. Also das ist eine Klasse für Könner. Bin ich ein Könner? Nein. Muss ich mehr sagen? Danke. So, nehmen wir nochmal was zu uns. Und jetzt hauen wir drauf. Okay, da ist es schon platt. Hört auf, es weiter von mir wegzubewegen. Ich bin gerade fußfaul, notwendigerweise. Okay. Wenn ihr das übrigens nicht mehr ertragt, wie ich hier spiele, sagt mir Bescheid. Okay, das ist... muss man... Ich meine, es wäre zu einfach, wenn man einfach nur mit rum... Ja, als Akrobat, Legastheniker, einfach die ganze Zeit nur draufholzen kann und dann hat sich die Sache erledigt. Aber
Aber von Angriffstornado auf, ich muss jetzt warten. Umzuschalten ist für meinen Schädel tatsächlich gar nicht so einfach. Danke, dein Körper hat meinen Sieg verhindert. So, komm her. Nein, nicht damit. Damit kann ich nämlich nichts dagegen tun. Ich glaube, diese Klasse ist nicht für mich. Diese Klasse ist nicht für mich. Keine Ahnung, warum mir jetzt was geklappt hat, aber es hat was geklappt. Yay. Okay, die kriege ich so platt. Yes. Ich meine, vielleicht wird sie besser, wenn ich sie aufgelevelt, wenn ich mal Punkte reingesteckt habe. Du bist schon hinüber. Das ist praktisch. Gut. Aber ich sollte nochmal heilungsmäßig was zu mir nehmen. Okay. Ich erinnere mich nicht mehr, ob das hier ein One-Way-Ticket war. So. Haltung. Hand nehmen. Okay, ich kann nicht am Ende einer Combo einfach in die Haltung wechseln. Ich komme nicht dahinter, wie du... Ich weiß grundsätzlich, ja, man kann wirklich scheinbar in einen dauernden Angriffsstreak reingehen, aber ich bin dafür zu schlecht. Sag mal, wie es ist, ich bin dafür zu schlecht. Die Gegner greifen teils so schnell an, dass ich nicht in der Lage bin, rechtzeitig zu reagieren. Und vorher ist nicht drin, hinterher ist nicht drin. Ich muss es genau dann auf die Taste drücken, wenn der Gegner mich trifft. Okay, aber wir probieren nochmal weiter. Hat mich getroffen, scheiße. Ich meine, wenn so ein Gegner dauerstaggert wie der hier. Alles nur Probleme, wie du sagtest. Zwielichts am Stiel. Mal gucken. Steck mir mal ein paar Punkte da rein, wenn ich nochmal rausfinde, wie das funktionierte. Das ging nicht hier im Menü. Dazu brauchte ich einen Kristall, glaube ich. Okay. Erstmal Haltung bewahren. Oh oh. Erstmal Nummer 1. Oh, das war jetzt doch ein paar mehr, als ich mir zu wünschen gewagt hätte. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie effektiver ist, die kaputt zu kriegen, als mit dieser Haltung. Weil. Ne, ihr seht, wie viel Haltung oder Willenskraft die Damen und Herren hier gerade verlieren, wenn ich da so drauf zuhaue, ohne in diese Haltung zu verfallen. Von daher, ich hab das Gefühl, halbwegs zu wissen, worauf sie hinaus wollen, aber dann wiederum auch nicht. Wenn die Effektivität außerhalb der Haltung A, scheinbar besser ist, höher ist, und auf der anderen Seite das Spielverhalten deutlich weniger, wie soll ich mal sagen, risikobehaftet. Yeah. Aber gut, wir alle lernen noch. Und ich bin, oh scheiße, ich bin jetzt ja auch nicht dafür bekannt, jetzt haufenweise Actionspiele zu spielen. Achso, das ist das. Ich hoffe, da stand dasselbe drauf, wie ich es gewohnt war vor Vic, dass da nochmal drauf stand, wie er zu besiegen ist, weil ansonsten, oder muss ich ihn jetzt nochmal bekämpfen? Nee, ich muss irgendwie da so eine Seele befreien. Und der Marker zeigt nicht zu diesem Schiffchen hin. Okay. Ist das eine Episode, um wieder reinzukommen? Von der ich hoffe, dass ihr mir das zugesteht. Sonst hätte ich diese Ronin-Folge erst jetzt machen sollen. So, Haltung. Jetzt warte ich wieder hier und warte, bis was kommt. Also, ist irgendwie sehr statisch auf Hören. Ich komme nicht so ganz dahinter, wie das gemeint ist. Ob das wirklich so... Oder ob ich noch irgendwas verpasse? Ob das eher situativ ist, wenn ich diese halt... Danke, dass du zuerst noch so tust, als würdest du dem anderen Typen auf den Sack hauen wollen. Also, ich, keine Ahnung, diese Haltung passt so nach dem jetzigen Stand von dem, wie ich es wahrnehme, so richtig in dieses Spiel rein. Es ist, ja, jetzt bin ich in der Haltung, jetzt warte ich, dass du kommst, ja. Ah, jetzt kommst du doch nicht. Ich will nie wieder ins große Mecker verfallen. Ich hoffe, es gibt noch mal einen Speicherpunkt, bevor ich
zum Boss komme. Aber hey, der Boss ist bestimmt so easy. Lass mich mal eben gucken, oder muss ich hier Gegner platt machen, um hier durchzukommen? Au! Haha, ich komme jetzt zu euch, ihr Säcke. Oder auch nicht? Ist das so gewollt gewesen? Oh, das ist ein Spezialgegner. Ja, ich ignoriere den Spezialgegner erstmal. Wir erstmal den Piraten hier entmächtigen. Wie war das noch genau? Es gab... Oh. Warum steckst du mir deinen Arsch in den Po? Oh, scheiße. Ich hasse es, wenn die Ankündigung und die Durchführung eines solchen Angriffes schneller ist. Ich vergesse gerade. Danke. Schneller ist, als ich aus meiner Animation wieder rauskomme, um darauf reagieren zu können. Ich krieg's nicht hin. Machst du auch was anderes? Huh. Aha! Souverän erlegt den Barsch! Oh, wenn es eine Folge gibt, wo Leute ein LP nicht mehr weiterverfolgen, dann ist das diese. Ich scheiße auf diese Haltung mit dem Ronin. Ganz einfach. So, seid ihr immer noch nicht fertig. Und ich vergesse schon wieder, dass auch meine Gefährten Möglichkeiten haben. Moment, lass mir noch was eben ausprobieren. So. Wenn es eine... Ich keine Ahnung. Vielleicht gibt es sie und ich habe schon wieder vergessen, dass es sie gibt. Eine Möglichkeit gibt, die Combo in der Haltung zu verlassen. Also, dass man auf den Gegner haut und dann am Ende der Combo sich in dieser Senshin-Haltung befindet. Das wäre super, um das da hinten anzuketten. Vielleicht gibt's das, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Aber wir haben 18 Stufen und die reichen vielleicht aus, um die nächste Klasse freizuschalten. Vielleicht ist die einfacher. Okay, das Jobmenü. Wir sind im Ronin. Wir haben Yaigiri. Was macht das hier? Führe einen Schlitzangriff aus, nachdem du dein Schwert zurück in die Schwertscheide gesteckt hast. Hab ich das schon? Ist das der Standard? Oh, guck mal an, was das hier unten ist. Wir haben einmal den Krieger. Ich dachte, wir haben den Krieger, oder war das Schwert-Dingsi? Und wir haben einen Samurai. Ja, skillen wir erstmal Samurai, würde ich sagen. Was brauchen wir dafür? Das hier. Ronin-Affinität. Hyakugetsu. Oder Hyakugetsu, wie die Profis sagen würden. Schwinge dein Katana in einem weiten Bogen nach oben, um Gegner in die Luft zu katapultieren. Warum muss ich an Final Fantasy 13 denken? MP-Kosten. Verringert die Aktion, die MP-Kosten für Aktionsfertigkeiten. Ja. Und? Ja, soll erfüllt. Samurai. Stelle MP wieder her, während du deine Gegner mit Fertigkeiten malträtierst. Als Samurai kannst du die Fertigkeit Meikyo Shisui einsetzen. Während diese Fertigkeit aktiv ist, erhältst du durch normale Angriffe deutlich mehr MP zurück und stellst beim Parieren MP wieder her. Ich hoffe, das ist... Ich hätte das jetzt so interpretiert, dass die fortgeschrittenen Jobs auf den bisherigen Skills aufsetzen. Das heißt, dass wir auch diese Haltung haben, aber... Ja, wäre schön, wenn jeder Gegner so lange warten würde, wie man es da in diesem kleinen Video gesehen hat. Wie viele... Ich habe noch 8 Jobpunkte übrig. Ich meine, wenn wir sie haben, kann ich sie auch nochmal investieren. Was ist das denn hier? Garo, Angriffselement Eis. Lohnt es sich, das doch voll zu machen, ist die Frage. Ich glaube, ich sollte mir das erstmal hier mich anschauen, wieder mir anschauen. Wie war das noch gleich? Wo? Das war die Kampfeinstellung, glaube ich, wo ich den Job ändern kann, ne? Job wechseln war... Ah, das war das hier. Ich nehme mal den Samurai, um zu gucken, wie das funktioniert. Und ich gehe nochmal... Ne, Moment, das war die Kampf... Da haben wir einen kleinen Leck mit drin.
in die Kampfeinstellungen, um hier nachzugucken, was ich denn hier vielleicht noch besser machen kann. Aber vermutlich muss ich mir hier auch nochmal ein Tutorial angucken, um zu sehen, was am Ende beim Samurai herauskommt, wenn man ihn richtig benutzt. Denke ich mal. Ansonsten wäre es vielleicht auch nochmal angeraten, mit Hilfe des Magiers weiter vorzufahren, um die weiteren Jobs freizuschalten. Oh, ich hasse das. Okay, wir haben schon mal Reichweite und die Kampf... Meine Herren! Kampf... Ja. Gott im Himmel. Ich muss mir... Moment, ich mache erstmal, glaube ich, mit Hilfe des Magiers weiter. Da war ich schon ein bisschen... Oh, ist das nervig. Da weiß ich ungefähr, worauf ich mich einlasse. Warum sind Fledermäuse so nervig? Warum können Fledermäuse Sturzangriffe? Ich glaube, dafür sind die gar nicht gebaut, die Stricher. So. Schwarzmagier reizt mich ja auch. Sag mal so, wenn es der Samurai für mich auch nicht bringt, dann mache ich einen auf Pikinier und beschäftige mich dann mal mit der hochmobilen Klasse, die genau das Richtige für mich ist, wie irgendjemand weit... Ja, wie jemand anmerkte. Hauptsache der Bomber geht als erster ins Nirvana. Ich habe schon wieder vergessen, wie der Tornado ging. Moment. Ja, das war das Wasser. Ah, das war die Kombo. Okay, verstanden, weiß ich wieder. Gib mir Job-Level, du Stricher. Spinnen sind mir so viel lieber. Spinnen hasse ich. Sie verlangsamen mich. Kannst du mal drauf gehen? Danke. Dann kann ich den Boss hier als Hasenfuß wieder machen. Das hat mir im letzten Bosskampf auch den Arsch gerettet. Wenn es wahrscheinlich auch nicht so schön anzusehen war. Aber hey, ein bisschen Schwund ist immer. Ich hoffe, das sind... Ach du Scheißdreck! Bleib an diesem Festlein stehen. So. Ich hab noch genug Magie. Hoffe ich. Kann ich auf den richtigen Gegner aufschalten? Das wäre mega... Ach so. Das machen die... Meine... Es sind so viele Leisten hier, dass ich nicht mehr sehe, wer... Sehr, sehr gut. Gib mir das. Oh, Scheiße. Ja, dann lassen wir erstmal die beiden nach vorne gehen. Dann erinnere ich mich dann, dass es das auch noch... Auch noch gibt. Erstmal das Nervvieh wegmachen. Okay. Das war was Falsches. Gott, ich habe vergessen, wie ich Magie wirke. Oh, kein Scheiß. Oh, der Pirat. Der mich eben hat vernichten wollte. Und es auch geschafft hat. Aber das muss ja niemand wissen. Aha! Aha! Ich habe keine Ahnung, warum ich das geschafft habe. Aber jetzt bin ich Magier! Prädestiniert für den Nahkampf! Hier, ertrink! Ja. Au! Prädestiniert für den Nahkampf! Aha, ich... Oh, sogar Samurai-Job-Aufstieg. Ach, das war schon! Ja, dann bin ich beim Boss gestorben. Natürlich bin ich beim Boss gestorben. Ahaha! Wo würde ich sonst sterben? Ich Meister aller Meister. Okay, wir haben einen Siedlerstab, Sparta-Zesti. Das ist... Für mich. Nur für mich. Okay. Dann, Missionsstufe... Moment.
Ich habe nur eine durchschnittliche Ausrüstungsstufe von 12 und hab's trotzdem geschafft. Ja, sieh mal einer an. Dann machen wir einfach mal weiter im Westschloss. Jobs für Verbündete 1. Oh, entweder ein Level oder die können andere Jobs lernen. Das wäre ja megamäßig. Der grimmige Captain Vic gibt sich nach einem erbitterten Kampf geschlagen und scheint darüber hinaus von den Steinen der Gruppe beeindruckt zu sein. Er bietet ihnen an, sie zu Astos, dem König der Dunkelelfen, zu führen. Dieser soll den Aufenthaltsort der Kristalle kennen. Die Gruppe zögert zunächst, die Hilfe dieses schamlosen und äußerst verdächtigen Halunken anzunehmen. Doch als der Pirat Chaos erwähnt, nimmt Jack sein Angebot ohne zu zögern an. Kurz darauf befindet sich die Gruppe an Bord von Vics Schiff und segelt gen Westen zu Astos Schloss. Oh ja, yeah, das tut er. Das Westschloss. Ach ja, die gute alte Dimension 2, beziehungsweise ihre Rückseite. Gerüchten zufolge versinkt diese Welt in Hinterlist und wird von einem tyrannischen Herrscher regiert. Diese gemütliche kleine Festung wurde einem Ort nachempfunden, der dem besagten Despoten, so hörte ich, äußerst wichtig ist. Wenn dem so sein sollte, dürfte sie ein mächtiger Nexus der Energie sein, den meine einstigen Herren anzapfen könnten, um diese Welt ihren Wünschen gemäß zu verzerren. Aber natürlich nur, wenn ich weiter die Rolle ihrer ergebenen Marionette spiele. Das ist bestimmt Jack, der das sagt. And we're here. Best gird your loins. How do we get back? Just focus on getting to Astos with your head on your shoulders. You poor, poor sods. Kann ja nicht so weit her sein, wenn er noch nicht mal Wachen an seinem Schloss hat. We'll watch your back. Vic, warum hast du die Tür hinter uns zugemacht? Sie Arsch. Verräterisches Nest. Okay. Ausgezeichnet. Gehen wir nochmal ins Jobmenü um Magier. Kann ich den Magier? Moment, das hier haben wir alles noch nicht, oder? Entschlossener Streitkolben verbessert die Fähigkeit im folgenden Slot. RB gedrückt halten, RT. Nee. Habe ich das schon? Moment, ich habe. Wow, wo habe ich 11 Jobpunkte her? Ich kann gerade ernsthaft nicht erkennen, was ich freigeschaltet habe. Das, was hier umrandet ist. Aha, okay. Dann haben wir, ich glaube, Weißmagier nämlich als nächstes. Haha! Der neue Job, der... Es war doch Weißmagier. Ja! Yeah. Weißmagier können durch den gekonnten Einsatz ihrer Heilungs- und Unterstützungsmagie im Kampf das Blatt wenden. Mit RT kannst du die Weißmagie wirken, Verbündete mit den Zaubern Vita und Engel unterstützen. Das heißt, ich mache noch mehr einen auf Necromancer und... Lass meine Leute die Scheißarbeit machen. Die Effekte von Weißmagie unterscheiden sich je nach Zauber. Vita stellt die LP eines Charakters wieder. Regina stellt die LP eines Charakters über eine bestimmte Zeitspanne wieder her. Engel belebt einen gefallenen Charakter wieder. Hast erhöht die Geschwindigkeit deiner jobspezifischen Fertigkeiten. Protes verringert den physischen Schaden, den du erleidest. Vallum verringert den magischen Schaden, den du erleidest. Dialux beschwört Lichtkugeln, die deine Gegner verfolgen. Hilfe, Lichter! Ich vertrag doch keine Sonne. Ich bin Albino. Albino und Romana Power. Die kennt keiner mehr. Ja, da fehlt doch nur noch eines. Was? Nichts für den Rotmagier? Keine Parade? Kein Konfetti für den Rotmagier? Oh, habe ich gerade Anima-Splitter verbraten, um das zu steigern? Ups! Ich meine... Passiert. Oder? Ich hatte noch nicht genug. Ah, was soll's? Wir haben das Ding freigeschaltet, jetzt kann ich Schwarzmagier werden. Mehr ging's mir jetzt gerade ehrlicherweise auch nicht. Auch wenn das lustig wird. So. Kampfeinstellungen der Magier. Ah, war's. Nein. Scheiße. Da. Ah, war's. An der Stelle. Der. Schwarzmagier. Verdammt, Moment. Schwarzmagier. Ich habe vergessen zu gucken, inwieweit ich hier wieder rauskomme. Komme ich hier aus der Mission nochmal raus, wegen der Tutorials? Das habe ich total vergessen. Mission abbrechen hier. Okay.